So, Haare liegen. Dann können wir loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Whiskyplausch. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das Neue beginnt und wir wollten mal so Revue passieren lassen. Was hatten wir im Glas in unserem ersten Jahr hier auf YouTube? Haben wir einige Videos veröffentlicht, einige Whiskys verkostet und haben gesagt, so, jetzt am Ende machen wir mal eine Top 5. Hallo zusammen, süffiges Glück auch von mir. Ich bin der Ich bin der Detlef. Jonas und wir haben uns gar nicht vorgestellt, weil ich direkt losgebrabbelt habe, worum es geht. Ja, prima. Völlig egal. Einwandfrei, ganz sauber, ganz tofte. Ja, und Finde ich dann machen wir gut. doch direkt damit weiter, Machen ne? wir aber. Wir hatten schon gesagt, die Top 5. Was hatten wir im Glas? Was hat uns wirklich ja, bewegt, kann man jetzt nicht sagen. Aber was fanden wir richtig gut? Ich muss jetzt dabei sagen, wir haben vorher ein bisschen gesprochen, haben gesagt, was fandest du gut, was fand ich gut. Wir waren fast gleich, Ja, wir hatten dann so den ungefähr. einen oder anderen, der irgendwie auf einer anderen Platzierung war und dann Ja. hat man sich geeinigt. Also wir haben jetzt hier unsere Top-5-Liste erstellt, was Genau. den Whisky-Plausch angeht, was wir auch wirklich an Videos gemacht haben. Wir haben natürlich das Jahr über noch viele andere Sachen getrunken, auch andere Sachen, die irgendwie vielleicht sogar auf Platz 1 kommen könnten, ja, aber Ja, aber es geht nur um die Sachen, die wir hier in den Videos genau, getrunken die wir auch haben. besprochen haben, die Genau. Sachen, darum geht. Und komm, wir fangen direkt an mit der Top 5. Die Top 5, Die Nummer also 5, auf Platz 5, die steht bereits am Tisch. Michel Couvreur Candid. Candid. Ganz klar, 5 war schöner Whisky, muss ich sagen. Ein richtig Leichte toller Whisky. Rauchnote, schöne Sherry-Basis und manche würden sagen, so ein bisschen schmutzigen Charakter. Auf jeden Fall, so ein richtig französisch dreckigen Rotzcharakter, Ja, oder auch aber hier dieser super Springbank geil. ist auch so in dieser Richtung, der Ja. geht auch so da rein. Bisschen Rauch, bisschen Sherry oder viel Sherry. Fand ich richtig gut. Hat mich echt überrascht. Hab dies Jahr auch den ersten Couvreur probiert. Genau, den haben wir auf der Messe probiert Ja. und dann hast du dir einen gekauft und wir haben gesagt, so, Videokamera an, Klappe und Das los ist geht's es. mit dem Candid. Genau. Das ist unser Platz 5. Ja. Auf Platz 4. Auf Platz 4 schon wieder zurück aus dem Burgund ab in die Heimat. Jawohl, wir sind in Deutschland. Platz 4 für uns ganz klar die erste Abfüllung von St. Kilian, weil 3 Jahre alt, interessantes Fassmanagement, absoluten Respekt, Genau. Bombenwhisky gemacht dafür. Wie gesagt, man muss auch immer, sagen ja auch immer, man muss auch immer gucken, wie alt ist er und Das ne. absolut, aber der Whisky an sich war schon sehr lecker. Der Ja. hat mich persönlich total überrascht. Ich war großer Fan von St. Kilian Ja, eigentlich seit von Anbeginn Anfang der Zeit, an. ne? Und dass sie dann wirklich so was Tolles rausbringen, hat mich natürlich total gefreut. Deswegen St. Kilian Signature Edition Number One auf Platz 4 in Für dem Whisky uns. Blausch Top 5. Ganz klar, gar keine Frage. Platz 3. Platz 3 ist ein bisschen, hatten wir eigentlich nur als Sample. Hatten wir keine Flasche. Genau. Jetzt haben wir Aber eine Flasche. jetzt haben wir eine Flasche, weil ich sag mal, uns hat er so überzeugt, dass wir uns auch mal eine Flasche davon zugelegt haben. Mikrodistille aus Dänemark mit einem ganz, ganz niedrigen Ausstoß Muskat. Ich finde die wirklich für auch 3 Jahre und keine Ahnung wie lange. Richtig süffig, richtig lecker. Ist was für Leute, die gerne wirklich süß und fruchtbetont haben. Jetzt der ganze Background zu Muskat ist natürlich noch diese ganze ökologische Geschichte, ne? Es ist ein Ja. Organic Whisky, wie man es von Ben Romach kennt. Auch hier das. Aber da sollten wir gar nicht so viele Nee. Wörter drüber verlieren. Würde ich jetzt Wir eigentlich auch blenden nicht. euch einfach immer die Videos oben ein und dann könnt ihr alles zu dem Whisky an sich nochmal nachhören und nachsehen in Könnt ihr euch unseren das Ganze auch noch Tasting-Videos. mal angucken. Auf jeden Fall der Organic Single Malt von Muscat hier als PX. Ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es ein Finish war oder ob es ein Majoring war.
egal. Fanden wir richtig, richtig gut. Genau. Unser Platz 3 ist der Muskat. Platz 2, du greifst da unten hin und wir zünden die nächste Kerze an. Ja, wir sind schon wieder in heimischen Gefilden. Ja, 2 deutsche Whiskys bis jetzt. Da kann man dann eine Kerze drauf anzünden. Und zwar aus der ehemaligen Glen Ells Brennerei, muss man ja jetzt sagen. Mittlerweile heißen sie Hellsburn. Hat man, glaube ich, aber auch schon mal in einem Video gesagt, die haben, naja, verloren und haben gesagt, okay, wir hauen uns nicht weiter um den dusseligen Namen. Mittlerweile, sag ich mal, sind die auch so bekannt und so dick im Geschäft drin, dass es eigentlich egal ist. Und der Name bleibt sowieso Willowburn als eigenständige, ich sage einfach mal Marke, bleibt. Wir hatten alle 3 im Glas. Ja. 2 haben wir auf der Messe probiert. Du kannst nicht sagen, alle. Wir hatten 3 im Glas. Es stimmt, gibt noch mehr. 4. Nee, es gibt noch mehr. Aber dieses Jahr kamen 4 Stück raus. Davon hatten wir 3 im Glas. 2 auf der Messe, da waren wir nicht so überzeugt von. Und dann haben wir hier vor der Kamera den Ruby and Tawny Podcast probiert. Und der war eine Granate. Der war richtig klasse. Deshalb ist das für uns dieses Jahr Platz Nummer 2. Und so ein bisschen in seinen Schatten stellen möchten wir einfach mal, ich greife hinter dich, ja, greif mal, den ersten Ellsburn. Auch den haben wir schon probiert. Ja, aber das, weiß ich nicht, wenn man den jetzt auch noch nennt, weil es ist eine limitierte Abfüllung und es gibt nur wirklich eine Handvoll Flaschen. Wenn man hier nochmal drauf guckt, 35 Flaschen. Okay, der war für unsere Verhältnisse sehr, sehr gut, richtig klasse. Aber der läuft dann mal außer Konkurrenz. Genau, der läuft außer Konkurrenz. Und weil wir sagen, der Willowburn aus dem Hause, Glen Ells, Hammerschmiede, Ellsburn, wie auch immer, Hudson Single Malt, irgendwas davon wird immer noch bestehen, ist unsere Top 2. Und dann stellen wir den so ein Stückchen dahinter. Auch ein toller Whisky aus dem gleichen Haus. Einen ähnlichen Charakter. Ziehen wir so ein bisschen raus. Ja. Ja, wobei der noch etwas, aber da können wir uns jetzt auch drüber auslassen, wo so die Unterschiede liegen. Wir kommen einfach zu Platz 1, darauf wartet ihr wahrscheinlich alle. Genau, unsere Top 1, wirklich den besten Whisky, den wir vor der Kamera verkostet haben. In diesem Jahr, im Jahr 2019. Ja, wir sind ja erst dieses Jahr dabei. Ne? Genau, in unserem ersten Jahr, in unserem Premierejahr durften wir einen 21-jährigen Tobermory verkosten. Das ist für uns klar. Nummer 1, okay, Manzanilla Cask Finish, 21 Jahre, Tobermory ist eine Brennerei, brauchen wir auch nicht viel drüber sagen, was die eigentlich, ich sag mal, in letzter Zeit rausgebracht haben, auch an Finishes, und ist wirklich hochinteressant und meiner Meinung nach extrem lecker. Ja, Tobermory bei mir sowieso total beliebt, ich mag die Brennerei gern, hat da noch nie was Verkehrtes von dem Glas, und der 21-Jährige setzt irgendwie einem die Krone auf. Wir hatten schon den 12-jährigen im Manzanilla fast Finish auch, ne? Er ist auch ein Finish, ja. Zwar nicht vor der Kamera, aber so probiert und genau. So. Und der 21-jährige ist einfach für mich der Oberkracher gewesen dieses Jahr, den wir hier probiert haben. Und deswegen ganz klar Platz 1. Auf jeden Fall Platz 1. Man hat einen ganzen Abend Spaß daran. Man kann sich da wirklich mit beschäftigen. Mit einem Gramm mehrere Stunden, definitiv. Jo. Das soll es gewesen sein. Unsere Top 5 Whiskys im Jahr 2019. Das Premierejahr vom Whiskyplausch geht zu Ende. Genau. Wir möchten uns auch nochmal bei der Community bedanken, dass alle nett zu uns waren. Fand ich wirklich toll, dass man uns aufgenommen hat. Für die beiden Rotzigen aus dem Pott. Genau, für die ganze Unterstützung, die ganzen netten Worte. Ja. Das hat den Einstieg wirklich sehr erleichtert. Wir hoffen einfach, dass es im Jahr 2020 mit euch so weitergeht auch. Ja. Genau, einfach so weitergeht. Und das wäre schön. Bevor wir uns verabschieden, noch eine kurze Frage. Was waren eure Top 5 Whiskys dieses Jahr? Welche Whiskys, die wir verkostet haben, vielleicht im Video, haben euch am besten gefallen? Was sagt ihr? Ey, das sind meine Whiskyplausch Top 5 oder meine ganz persönlichen Top 5, die Whiskys, die ich im Glas hatte. Einfach mal in die Kommentarleiste unten reinschreiben. Würden wir uns drüber freuen und würde uns auch interessieren. Genau. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Der Detlef scheinbar auch. Und damit wir ganz schnell die Kommentare lesen können, verabschieden wir uns jetzt. Ja, wir sagen nochmal frohes neues Jahr oder guten Rutsch da rein. Genau.
und auf wirklich ein super 2020. So ist es. Bis dahin, bis dann. Tschüss zusammen.